Ich wüsste noch, da ist Wasser, aber vermutlich. Vermutlich habe ich das mal zugefroren und bin hinten. Ich weiß nicht, ob ich neue Ringe habe. Ja. Deine habe ich ja auch schon. Okay, ich finde irgendwie so viele Ringe habe ich noch nicht, dass ich so viele doppelt haben kann. Eigentlich. Ich gehe immer falsch. Wir gehen jetzt zum Strand und schauen nochmal nach diesem. Schatzkarten-Dings. Nicht hier. Ah, okay. Hier kann ich auch nicht mehr machen. Hier kann ich auch nicht. Aber nicht. Doch, so. Okay. Okay, es geht nicht. Es ist zu weit weg. War ich hier eine Schleuder oder so? Gibt's das? Na toll. Na toll. Wo gehen wir jetzt hin? Ne? Ja, meine versunkene Stadt, weil ich vermute, geht irgendwo nach oben weiter. Bitte. Brauchst du das Blasrohr für? Es gibt ein Blasrohr, okay. Toll, hab ich nicht. Hier geht's nicht weiter. Okay. Geht Wasser voll runter? Ja, irgendwie schon. Ah, jetzt kann ich, Moment, ich kann jetzt zu dem hier, oder? Nicht, aber von der anderen Seite müsste es gehen. Ah, ich bin zurück. Das sieht ein bisschen aus wie Bowser. So, kann ich jetzt einfach rüberschwimmen? Ich speichere. Der ist bestimmt nicht einfach. Oh, weg. Habt ihr gesehen, dass ich gekommen bin? Dann in sein Schloss zurückgezogen. Hallo, du Nervensäge schon wieder. Jetzt ist sein für alle Mal Schluss. Dieses Mal ist mir der Sieg sicher. Dieses Mal? Ich hoffe, dass ich jetzt die Bomben zurückwerfen kann. Er wird schneller, glaube ich. So wirst du mich niemals besiegen. Alles ist bestens, solange mir meine Bombe nicht hinfällt und ein Feuer ausbricht.
Okay, ich verstehe nicht richtig. Ich kann ja nichts anderes tun eigentlich. Okay. Echt, echt, wie kann ich solch einen Spuk besiegen? Ah, das merke ich mir, es wird Rache geben. Der Wilbi-Blatt. Das für ein läppisches Herzteil, wirklich. Okay, ich bin minimal enttäuscht. Da hätte ich jetzt schon irgendwie was Cooleres erwartet. Alles kaputt gemacht. Alles. König. Tod, du bist der neue König, ja. Der König von Kaputistan. Gut. Du kannst doch hier noch irgendwo raus und weiter schwimmen, oder? Wieso gibt's hier so viele Like-Likes? Aber das ärgert mich halt echt. Ich war da, ich war tanzen. Gut, ich hätte es dreimal machen müssen oder so. Hat auch eine Animation. Nee, Martha, jetzt nicht. Ganz sicher nicht. Doch drauf. Okay, das ist schön, aber nicht der richtige Weg. Ist auch witzig, wie random die spawnen. Ob das jetzt hier fünf sind oder unten einer oder so, das ist irgendwie echt nicht festgelegt. Und die Gegner spawnen auf welchem Landteil. Ich wette, da ist ein Weg nach Subrosia. Und, okay, schade. Ich habe jetzt gehofft, ein Weg und dann kriege ich eine neue Jahreszeit. Geholen! Igoron ist so riesig, dass er nicht in unsere Höhle passt. Dabei ist es draußen so kalt, arme Krone. Oh, gut, dass ich eine Lavasuppe dabei habe. Am Goron erkennt man winterliches Klima, aber seit der Tempel der Jahreszeiten versunken ist, wird es immer kälter. Draußen holt man sich sofort eine Erkältung. Hast du von der Goronenvase gehört? Die ist bei Sammlern sehr begehrt.
hier ist doch warm, oder? Lava, hä? Ich hasse Kälte. Kuberon ist weiter oben, er ist erkältet, also sei leise. Das müsste doch reichen, dass der ein bisschen von der Wärme abkriegt, wenn hier drin Lava ist. Oh Gott! Hallo. Achi, ich hab die Nache voll. Ach, ich hoch halt. Ach, hoch, wach, wach, mich aufwärmen könnte. Ja. Oh, das riecht wundervoll. Ich die Huppe für mich. Ah. Gluck, gluck. Welch harmonischer Geschmack. Nun geht es mir schon viel besser. Hier, nimm diese als Zeichen meines Dankes. Jetzt Bodenmaße. Ein Dankeschön für die Lavasuppe. Ein absolutes Sammlerstück. Da bekommen wir dann einen Fisch dafür. Für das absolute Sammlerstück. Was ist eigentlich da drüben? Das wird jetzt, das wird ganz unschön jetzt hier. Nein, das wollte ich gar nicht. Das waren die falschen Kerne. Weg, ich will jetzt gerade nirgends anders hin. Ah! Schade. Ach, ich bin hier gar nicht mehr. Ja! Okay. Ich sehe gerade nicht hin, den Knopf zu drücken, oder was? Na, okay, reicht nicht. Wie soll ich denn dann da rüberkommen? Hallo, Kasu, ja, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's dir? Ich riskiere es aber nicht, ich hatte dreimal Glück. Oh. Wieso konnte ich den jetzt ohne Schild hauen? Ich glaube, das soll nicht reichen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Dann ist echt die Frage, wie ich da hinkomme. Da ist ein Drachenschlüssel. Kann ich bitte den Drachenschlüssel haben? Ja, hier muss man mit Benny hin. Er kann über größere Löcher fliegen. Was soll denn das? Oder Steinblumen, die vermutlich im Frühling blühen. Keine Schilde. Zurückklingen. Okay. Ich höre ja schon auf. Bist du ein Rat, selbst wenn man einen Schlüssel hat? Braucht man immer noch ein Schloss dazu. Trottel, es befindet sich auf... Ich hab gar keinen Schlüssel. Ich höre ja schon auf, für so ein Rat. Selbst wenn ein Schloss da ist, braucht man immer noch einen Schlüssel dazu, du Idiot. Er befindet sich im Messer. Okay. Du Idiot. Früher als ein Videospiel-Blob. Noch beleidigt haben. Da ist er, der fette Bär. Den mag ich nicht so wirklich.
Schnüffel, da oben am Baum hängt eine Frühlingsbanane. Die Felsblumen blühen, aber erst ins Frühling. Und hochklettern kann ich nicht. Und man da gar nichts machen kann. Hochfliegen mit einem Kuckuck, oder wie? Achso, Brosia. Eine neue Jahreszeit holen. Ich bin vor 15 Minuten von der Firmenreise endlich wieder heimgekommen. Um Gottes Willen. Also zeitlich gut. Zeitlich gut? What? Wo ist das denn zeitlich gut? Oh je. Was ist hier los? Nein, nicht meine Feder. Schau dir mir jetzt meine Feder. Was ist das? Guckst du bitte nicht. Du bekommst dies jetzt dafür. Vielen Dank. Nein. Du hältst falsches Herz. Es ist auch noch falsches. Völlig unnütz. Beschaffe dir deine Fehler. Leute, die zwei sind nach Hause geflitzt, ob sie wieder so etwas Seltsames gefunden haben. Ist das hier zu Hause? Komm, lass uns einen Schatz verbuddeln. Niemand darf uns dabei sehen. Falls doch, rennen wir fort. Das muss jetzt sein, oder was? Ziemlich gut geht's mir. Echt okay. Na gut. Das freut mich. Ach, das schon wieder. Okay. Nur mit zwei Ohren. Ich weiß ja nicht. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen grenzwertig. Warten kurz nicht, dass sie wieder zurückkommen. Rosa kam mal zurück. Das sind echt viele Gebiete. Ja komm, wo werden die den Schatz wohl vergraben? Wo? Hier. Oh je. Hervorragend, komm, wir suchen nach weiteren Schätzen. Leg nun das Erz an den Platz. Wieso denn? Hallo? Ich finde... Also... Wieso soll ich das falsche Erz jetzt wieder zurückgeben? Hä? Ganz ehrlich, Link. Einfach paar Mal mit dem Schwert streicheln. Beiden. Unglaublich, echt. Bin ich hier beim Tempel der Jahreszeit? Oh, da ist ein Pirat. Hier ist die ganze Bande. Der Kapitän hat ein Liebchen, das er nicht vergessen kann. Man sagt, sie sei Königin irgendeines großen Landes. Unnützes Pack, warum findet mir niemand meine Glocke? Oh, du? Ahaha, ich bin doch kein Seemannsgarn. Du siehst mir nicht nach einem Abenteurer aus, bevor du nicht mindestens ein paar alte Ruinen von innen gesehen hast. Bist du mir keine Hilfe? Okay, sorry.
Also so stürmisch ist, dass der Captain die Glocke verlor, die ihm seine hübsche gab. I'm Club Out, oh Mann! Ein Sturm erfasste unser Schiff und es sank. Hier wachten wir wieder auf. Wo sind wir nur gestrandet? Alles sieht so eigenartig aus. So wie der Captain aussieht, bekommen wir das Schiff nie mehr flott. Der Matrose, der nach der Glocke schauen sollte, ist immer noch fort. Sagte, wer soll das Schiff durchsuchen? Hast du unser Schiff gesehen? Es liegt drüben beim Friedhof. Bisher haben wir es nicht reparieren können. Es ist in einem üblen Zustand. Was machst du? Du wirst ja auch ein bisschen. Stimmt alles mit ihm? Dieser Typ ist so vergesslich. Wie ging das doch gleich? Okay. Nein, nein, ich weiß, was das ist. Das war dasselbe, wo der andere Typ stand. Aber... soll ich mir das denn jetzt merken? Ich brauche kurz Zettel und Stift. Okay. Wie, was machen wir da? Piratenfrühstück? OOS. Bracklauf Seasons ist das, oder? Okay. Mach das bitte nochmal. Also Moment, ich zeichne hier. Ja, wie mache ich das? Also ich zeichne erstmal hier Schränke oder so. Ich kann mir das nicht merken. Als erstes ist er zu dem dritten gegangen. Und ich glaube, da hat er zweimal drauf geklickt. Ich muss das ein paar Mal gucken, glaube ich. 1, 2, 1, 1, 2. Das ist kompliziert zum Aufschreiben irgendwie, weil du musst hier merken, an welchen Schrank er geht und wie oft er drückt. Und da steht doch noch der andere Pirat davor. Noch kann ich das gar nicht machen. Meine Mutter ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Wie? Die war weg? Ich dachte, die war doch schon da. Uha, muha. Schon mal falsch. War schon mal falsch. So, was ist mit dir? Wie lange wollen sie wohl noch hier bleiben? Achso, ist das dein Haus? Sind die bei dem im Haus? Oh, ich glaube, ich habe mich mittlerweile an das Leben hier gewöhnt. Aha. Hier war ich schon mal. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Aha, okay. Im Dorf. Das ist natürlich auch praktisch. Okay, wo ist dieses Schiff? Das ist das Schiff. Nee. Das ist der Friedhof und das Schiff ist beim Friedhof. Ach je. Das ist ja mal schön gestrandet. Oh, wer ist das? Begrüße du gut. Der Bug des Schiffs liegt in der Wüste, das müsste heißen. Ich kann hier nirgends was machen. Vermutlich meint er, dass dann die andere Hälfte des Schiffes in der anderen Welt liegt, oder? Jetzt gedacht. Aber eigentlich waren wir ja ganz woanders beschäftigt.
Ich wittere Herzbrocken ganz in der Nähe. Okay. Wenn du das sagst. Ich hoffe, es war nicht der. Also ich bin verwöhnt, ich will jetzt eigentlich einen gelben. Oder aber es Müll, habe ich das Gefühl. Ist eigentlich so Prosia. Irgendwie ein seltsamer Name. Nee, von 8 bis 14 Uhr arbeitet dann... Noch woanders hin, dann von 15:30 bis jetzt gesoffen. Naja, aber dann war sie. Verstehe nicht. Wann war sie dann jetzt zu Hause? Sie arbeitet, bevor sie so viel trinkt? Ich sehe den Schatz, aber ich weiß nicht, wie man rankommt. Der Du labert auch Müll. Vulkanduschen sind großartig, ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Gar nicht, sie war nicht zu Hause. Achso, wo war sie denn dann? Okay, ich glaube, hier brauche ich ein anderes Item, wie es aussieht. Festes Erz ist das Beste. Ja gut, flüssiges Erz ist vermutlich nicht so geil, ja. Sicher. Also nichts dagegen, wenn ich mir den nehme, oder? Brauche ich eine dreckige Feder? Ich brauche eine dreckige Feder. Das Loch führt zum Tempel. Dann gehen wir da mal rein. Bah! Ja, so führt es natürlich nicht zum Tempel. Oh, dachte dir wohl. Dachte dir, ich laufe vorbei. Hm? Auf irgendeiner Bank sich einen Wodka nach dem anderen rein. Echt? Das macht sie? Nee, gut. Die Fee hier könnte mich nicht zufällig gleich auch heilen, oder? Ich bin der Geist des Frühlings. Steinharte Knospen blühen im Frühling. Der Zeit der... Zeit der Entdeckungen. Welch großartige Vorstellung, dem Held mit dem Triforce Macht zu geben. Ich gewähre dir die Kraft des Geistes des Frühlings. Ja, aber ihr wisst doch gar nicht, hier 100%ig. Ob ich das bin? Naja. So, was habe ich verpasst? Wann bist du denn gegangen? Jemand hat uns was geklaut, wir haben es uns zurückgeholt. Da ist ein hässlicher Bär, dem wir jetzt eine Banane geben müssen. Was war noch? Wir haben Dimitri gesehen, aber leider ist er nicht mehr da.
Das ist einfach das Schlechteste. Das schlechtere linkse Weg nehmen. Wieso das denn? Help. Wir brauchen jetzt mal Winter, würde ich sagen, oder? Dann fehlt ja nur noch der Herbst. Ja, genau, das dachte ich mir. Okay, ja gut, jetzt ist das eigentlich gerade gut. Also ich schreibe, dass du bloß nicht auf Flight gehen sollst, weil ich kochen und essen bin. Ja. Was habe ich da gerade gemacht? Und was gibt's denn Gutes so spät noch bei dir zu essen? Geben wir halt dem dummen Bär seine dumme Banane. Ein Blaubeer. Flattert, wenn festgehalten. Andernfalls wird es gefährlich. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Okay, ich kann drücken. Ich muss B drücken. Wusste ich nicht. Da ist die Banane. Natürlich gibt es auch wieder dumme Fledermäuse. Eine Frühlingsbanane. Sie hat ein süßes Aroma. So, jetzt essen wir das selber. Scheiß auf den Bären. Wow! Mich extra nach links gehüpft, weil ich dachte, das Ding ist so schnell wieder weg. Ein Ring. Ringbär. So, da machen wir jetzt gar kein großes Drama, da gehen wir einfach einmal in den Abgrundfels. Oh, dummer Bär, du hast mir eine Frühlingsbanane gebracht, ist die für mich, ich hätte nichts dagegen. Mampf, Mampf, Schluck lecker, das tat gut, ich bin Benny. Du hast mich gefüttert, also helfe ich dir. Du kannst überall auf mir hinreiten. Drücke mir ein paar Daumen zu schweben oder halt den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch was heißt meine Schwäche? Die seichten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Ja. Sag doch, Dimitri. Dimitri über alles. Wer die Angst vor Wasser hat. Okay, ich geb's so jetzt ein bisschen cool. Bin heute spät dran. Ja, aber was war's? Moment. Ich muss kurz auf den Boden donnern. So. Tortellini in so einer Spinatpilz-Feta-Sahnesoße. Oh, das klingt sehr lecker. Das klingt sehr lecker. Du kannst B drücken. Danke viel. Danke. Herzlich willkommen im Stream.
Bodenplatte. Was für eine Bodenplatte? Wir haben heute eine Doku in Erdkunde gesehen und da war auf einem Ski-Logo das Triforce drauf. Echt? Und ein Freund von mir gesagt, ey, schau mal, das Triforce, der hat es aber so ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Das Triforce. Tatsächlich, also ich bin als Kind auch mal ein bisschen Ski gefahren und es gibt, glaube ich, eine Marke, die dieses Zeichen hat. Das kommt mir sehr bekannt vor. Wie komme ich denn da hoch? Kannst du da hochschweben? Nee, natürlich nicht. Bea ist nicht mehr so gut wie Ricky. Drückst du mehrmals A, schwebe ich. Auf diese Weise kannst du Gräben überqueren. Das ist auch so ein Ding. Wer kam darauf? Auf einen schwebenden Bären. Och. Ich weiß nicht. Kann auch nicht so weit schweben. Jetzt. So, und jetzt fehlt aber noch das Schloss dazu. Nee, oder? Ich hab gehofft, ich komme wieder unten raus, wenn ich schon durchfalle. Ich komme nicht zurück. Bär zu fett. Hügel zu klein. Jetzt komm! Jemandem essen und du darfst auf diesem jemand reiten. Halt, stopp! So läuft das also. Das mit dem Cheese Fische. Guck mal! So wie der kennt sich aus. Ihr kennt sich aus. Ich drück doch wie eine Bekloppte. Ich muss schneller drücken. Okay, da ich vergessen habe, wer welches Geheimnis sagt. Hatte ich nur wegen dem Schokolade, glaube ich. Okay, das war jetzt der westliche Teil. Okay, wo ist bitte das Schloss? Du Idiot! Trottel. Es befindet sich auf dem Gipfel. Okay, wie komme ich zum Gipfel? Ah, ich hier schon beim Gipfel oder was? Nee, das ist Bigo. Guck mal, das Bild. Wie er grinst. Zum Gipfel. Hier ist doch der Gipfel, oder nicht? Da. Deswegen wollen alle Ehepaare ins Restaurant. Was? Ich glaube, das Problem ist, dass vielleicht viele
männlichen Exemplare das denken. Wir sind immer alle so freundlich zu mir. Ja. Trottel, Idiot. Was mache ich jetzt, wenn gleich der Bär nicht mehr da ist? Hübsche Katze! Okay, ich glaube, jetzt bin ich gestorben und der Trank hat mich wieder aufgefüllt, oder? Vermute ich mal. Ich dachte, vielleicht komme ich hier zum Gipfel, aber ne? Wer bist du denn? Nett von dir, dass du herkommst, um mich zu sehen. Soll ich dafür sorgen, dass du mir Ringe tragen kannst? Ja, das wäre schon cool. Dann zeig mir deine Tweet. Dieses nach dort und das dahin. Okay, fertig. Jetzt ein größeres Ringetui. Ihm kannst du nur 3 Ringe abfahren. Oh, das ist ja schön. Cool. Danke, rote Corona. Bin ich so oft einsam. Dann geh doch zurück zu den anderen. Oder vielleicht mobben die ihn, weil er rot ist. Ah, da wäre ein Herzchen gewesen. Ja, ich muss noch den linken Weg. Da waren wir jetzt nicht. Da gehen wir jetzt hier nochmal hoch, weil es so schön war. So, hier. Manchmal echt. Okay, nichts. Einfach nichts. Nö. Cool. Okay, was wird das jetzt? Ich habe gerade irgendwas ins Loch geworfen und dann... Wurde mein Herz wieder aufgefüllt, ne? Ja gut. Wir haben immer noch nicht das Schlüsselloch gefunden. Ja, also, aber weiter auf dem Gipfel komm ich doch jetzt gar nicht. Ich verstehe wieder gar nichts. Jetzt machen wir mal Frühling. Vielleicht, aber den müssen wir auch ohne den Bären. Das ist Talon. Nee, blockiert den. Er scheint dich nicht zu hören. Brauchen ein Huhn. Thank you.
Nein! Der Rubin! Irgendwas im Wasserfall, seht ihr das? Speichere mal so zwischen. Wasser ist im Wasser. Okay. Hab das nur ich gesehen. Echt viele Rubine ausgegeben. In diesem Spiel. Na, Coco. Oh je, yeah, okay. Scheiße. Okay, schade. Oh Gott. Das hätte auch können schief gehen. Da, da ist was im Wasser. Hab ich doch gesagt. Das Ding ist nur, ich will jetzt eigentlich gerne die Tauschquest weitermachen. Weil sonst vergesse ich, wo ich hin muss. Tanzdrachenhöhle. Okay, ich glaube, das ist für heute ein guter Abschluss. Was mit euch, hä? Ja, um hier mal zu speichern und nächstes Mal weiterzumachen. Wir haben eine Vase, oder? Haben wir gekriegt. Und die Vase muss zu dem Vasenhändler in der versunkenen Stadt. Ich schreibe mir das auf. Vase. Vasenhände. Hammer. Versunkene Stadt. Irgendwie viele Faros. Vase zu Vasenhändler in der versunkenen Stadt. So, okay. Gut. Mag den Sound so sehr. Wer nicht? Wer nicht? Verrückt, wie der einfach nur positiv besetzt ist, der Sound. Sorry, hab gerade nicht hingeschaut. Was soll das? Wow. Wow. Ja, hast ja gut was geschafft. Ich glaube auch. Also ich habe das Gefühl, ich habe gut was geschafft eigentlich. Habe ich schon das Gefühl. Vielleicht können wir das ja nächstes Mal dann schon abschließen und mit Oracle of Ages weitermachen. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal noch mal kurz raus. Gerade gucken. Bin ich hier? Ja. Und hier ist noch ein Schatzding. Okay, Moment, das können wir ja noch kurz suchen. Vielleicht ist das unter Wasser irgendwo. Aha. Okay. Die Animation ist einfach die gleiche wie ein Land, okay. Ja, das Dreieck ist hier. Wunderbar. Pyramidenjuwelen.
Ich finde es auch schön. Also ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich auf Sachen komme. Hier zum Beispiel, hier muss das Ding sein, das ist bestimmt unter Wasser. Bin ich schon ein bisschen stolz, dass ich so Sachen mir logisch herleiten kann. Und dadurch geht es relativ flott. Relativ. Und mit Link's Awakening weitermachen. Hast du falsch ausgesprochen, sorry. Habe ich wohl falsch ausgesprochen. Link's Awakening, Klassiker. Aber ich habe das auch schon hier gespielt. Das Remake. Dachte ich. Oder nicht? Ja. Okay. Jedenfalls machen wir heute Schluss. Morgen ist Feiertag. Vielleicht komme ich ja morgen ein bisschen zum Streamen. Ansonsten Donnerstag kann es aber ein bisschen später werden. Nee, Donnerstag. Weiß ich noch nicht, ob das Donnerstag passt oder nicht. Würde ich kurzfristig dann eventuell absagen. Meinen Stream. Und vielleicht dann am Wochenende, allerspätestens, ein bisschen am Wochenende. Spielen, was. Danke für das Spiel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und das wünsche ich euch natürlich auch. Und falls wir uns nicht mehr sehen, einen wunderschönen Feiertag morgen. Wandert nicht zu lange und betrinkt euch nicht zu viel. In dem Sinne, meine Hübschen, macht's gut. Ciao, ciao.